Ihr Lieben, ihr wisst, ich wollte eigentlich kein Video mehr an diesem heutigen Tag machen, habe gestern das Abschlussvideo der Ruhrpott-Mission gedreht. Aber ich möchte zu einem Gebet aufrufen, und zwar eine liebe Frau, Nadine Braun. Sie ist 45 Jahre alt, Mutter von drei Kindern, wurde mit einer schweren Covid-Erkrankung ins Krankenhaus eingeliefert. Nach meiner Erkenntnis liegt sie sogar auf der Intensivstation und es geht ihr nicht gut. Ich bitte darum, liebe Brüder und Schwestern, wirklich intensiv für die Familie zu beten, intensiv für Nadine zu beten. Bitte tut das. Lasst uns die Hände falten. Wir werden jetzt sehen, dass immer solche Dinge auf uns zukommen und wir im Gebet ganz eng zusammenrücken müssen. Betet für Nadine, betet für sie. Betet für sie, dass Gott ein Wunder tut, dass er sie gesund macht und die Familie braucht sie und die Kinder brauchen ihre Mutter. Alles Liebe, Gottes Segen. Ich danke euch im Voraus. Bitte betet für Nadine. Gottes Segen euch allen.